Okay, was machen wir denn mal zuerst Schönes von den ganzen Sachen? Wie sieht's aus mit Eisen, Stahl und so weiter? Nicht so super toll. Das heißt, ich sag jetzt mal ein bisschen was hier ein. Achso, ich sollte das von oben rausnehmen, ne? Da war irgendwas, sieht aber auch nicht viel besser aus. Okay, dann ein wenig Kupfer von hier. So, das läuft hier soweit auch alles ganz okay. Strom geht. Die hier beschleunigen macht nicht so viel Sinn. Die beschleunigen auch nicht. Ein Grinder mehr würde passen, aber... Ne, okay. Und ich wollte jetzt... Oh, fuck. Ich brauche hier auch noch rote Fließbänder. So. Nochmal Eisen sammeln. Also. Ich wollte nur ein paar Sachen einsammeln, damit ich unterwegs was craften kann, während ich jetzt rumwusel und Stein suche. Und die ganze Munition wegbringen lasse. Also brauche ich eine lila Kiste. Mal hier auch noch ein bisschen Versorgung. Lila Kiste, du bekommst das alles, das alles. Die da müssten repariert werden. Das mache ich jetzt kurz von Hand. Damit sie sich besser stacken lassen. Entschuldigung, Jungs. Ich weiß, ihr wolltet auch reparieren, aber ich bin schneller. So, die nicht, die nicht. Robopod werde ich irgendwo setzen, die können weg. Die hatte ich schon gesetzt, die brauchte ich gar nicht anfordern und fordere ich bitte auch nicht nochmal an, weil sonst geben sie mir gleich zurück. Die auch weg, 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 weg. So. Das heißt, hier kann jetzt überall Stein rein. Wo ich aber gerade schon mal so nah dran bin, könnte ich jetzt die roten Fließbänder auch hier gleich setzen. Damit das hier zu keinen Engpässen kommt. Ja, das wird eng. Nochmal 5, so. Und nehme ich nicht mit. Ich will endlich meine Magnetschuhe haben, dass ich nicht auf Fließbändern weggerutscht werde. So, ist das jetzt besser? Schaut besser aus. Und oben haben wir jetzt 8 Ärmchen, die das alles wegsortieren. Und wir haben inzwischen schon wieder 760 Eisen. War Ende der letzten Folge 0. Also ging das echt flott. Sehr schön. So, jetzt Steine suchen. Ist hier Oberabdeckung? Ja, hier ist Oberabdeckung. Das sollte ich alles auch mal zumindest zu roten Kisten machen, dass ich im Notfall aufzugreifen kann. Hier bei der Osterweiterung war, glaube ich, gar kein Stein, oder? Aber ich kann mal das Blueprint setzen, wenn ich das denn noch habe. Das ist nicht das Blueprint. Das ist das Blueprint. Auch wenn das hier nicht funktioniert, weil die falschen Ärmchen benutzt wurden. Hier wahrscheinlich auch. Da auch und du hast gar kein Ärmchen bekommen. Das ist traurig. So. Ja, hier so irgendwo, ne? Wo ist der Pole? Da ist der Pole. Einmal. So, hier. Setz dich richtig, oder? Ja, passt auch. Hier kommen die nächsten Türme. Da oben ist wieder ein kleiner Fehler. So, so, so. Hier ist alles gut. Das könnte mal alles weggemacht werden. Damit ich hier schön viel Platz habe für Solarpanel später. Dann müsste das Muster hier auch erweitert werden. Dafür habe ich sogar einen Blueprint. Ching. Ching. So, da kommen die jetzt auch hin. Stein, Stein, Stein ist alles, was ich habe. Oder auch nicht. Also es hat für die Osterweiterung gereicht, aber für wirklich mehr reicht es jetzt nicht. Also ich habe jetzt ein paar übersehen, was bestimmt der Fall ist. Weil die waren teilweise auch mit eingebaut in die ganzen Strukturen hier. Die Steinminen. Weil es hier jetzt nicht gerade danach aussieht. Da ist Eisen. Hier ist ganz viel Britzelkram. Ich sollte was forschen, ja. Übel. Plasma. Plasma wäre der nächste Schritt. Brauche Alien-Artefakte. Und Plasma soll übrigens funktionieren. Also Laser nicht, aber Plasma schon. Das würde sich fast lohnen, aber die 50 Tränke habe ich noch nicht.
noch bessere Laser-Turrets. Könnte ich mir jetzt leisten inzwischen, ja. Strom wäre halt das Problem. Was war mit den Teilen hier? Search for Hidden Objects. Ja, mach mal. Vielleicht kommen wir dadurch an irgendwas ran, wo wir vorher nicht rangekommen wären. Da waren Mauern, aber kein Straßenstein-Dings. Sehr gut. Wahrscheinlich eins der letzten, ne? Mal alles her, nimm das mit. Oh ne, da ist noch einer. War ebenfalls leer. Und nicht sehr viel drin. Da. Oh, du hast sogar noch 1400 drin. Das ist super. Das heißt, die Kiste wird randvoll sein. Und das ist eine rote Kiste, also das ist viel. Sehr gut. Alles Lenfel. Alles Lenfel. Es kommen 130 Lenfel auf mich zu. Alles schön. Hier, machen wir mal schneller. Wurzel, 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 Wurzel. Währenddessen noch ein bisschen Turmreparatur. Hier noch was ausbessern. So. Sind Akkus dabei? Also merke, da oben ist eine funktionierende Steinmine noch. Das hier kann mal weg. Ja. Hier ist das ganze Ölkrimskrams. Da ist kein Stein zwischen, glaube ich. Ne. Boah, ganz oben rechts könnte es noch was sein. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und was macht das Essen da vor der Haustür? Oh, natürlich kommt genau da ein Angriff aus der Richtung. Hier kommst du nicht rein. Need more working radars. Ja. Laut, 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 laut. Vorder an Radarstation. Bam, bam, bam. Neutralist, der sich mit zig Sniper-Türmen duelliert. Das ist echt der Hammer. Observer. Was auch immer er observt, das müssen wir dann mal genauer betrachten. Bessere Batterien wären auch noch praktisch. Ja, das klingt auch nicht schlecht. Go. So, kann ich nochmal einen davon mit? Am besten einen unbeschädigten so. Und dann mache ich einfach Blueprints hin. So. Besser. Was wurde zerstört? Ja, ein Sniper-Turm. Und das war nur ein verdammter Hydralisk, der das hier am Ende gemacht hat. Das ist echt krank. Was mit euch? Warum habt ihr keine... Ja, könnt ihr auch weg. Dann bastle ich hier nochmal ein so ein hin. Shift. Shift. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich die Ressourcen dafür habe, aber kann es ja schon mal bauen. Das sind alles Angriffe da üben, aber 43 Türme schießen, das sollte hinhauen. More working radars. Ja. Da, bauen wir so einen und guck, was der genau macht. Den setze ich jetzt mal hier unten in die Ecke und schau, was passiert. Gott! Okay, okay, ist alles gut. Da. Also er hat schon mal nicht mehr wirkliche Abdeckung als das andere. Aber er kann Hidden Objects sehen. Das stand irgendwo im Tooltip auch was bei. Dass der irgendwas sehen konnte, was die anderen nicht sehen können. Keine Ahnung, was jetzt ist. Fisch. So. Ja, er kann Fische sehen. Nein, vermutlich nicht. Aber hier brauche ich auch noch normale Radarschüsseln. Baum. Normale Radarschüsseln. Ich hatte 50 angefordert und ich weiß, ich habe welche im System. Ich habe noch keine Ahnung, wo die geblieben sind. Außer die, die wir im System hatten, wurden nach und nach aufgebraucht, weil aufgestellte Radarschüsseln zerstört wurden. Aber das ist irgendwie unwahrscheinlich, oder? Passiert nicht so häufig. Keine Ahnung. So, du. Da, damit wir auch hier eine Abdeckung haben. Unten links muss noch unbedingt eine hin. Und in die Mitte packe ich auch mal eine. Nur für den Fall, dass die Tunnelgräber vielleicht sich nur dahin graben können, wo ich keine Abdeckung habe. Macht ja auch fast irgendwie vielleicht Sinn. Hier, könnt ihr mir geben. Gib, gib, du wolltest mir... Du bist doof. Hier. Zip. Zip, zip. So.
Was wäre denn hier so rum, oder? Keine Ahnung, wo ist mein blauer Punkt? Achso, ich bin auf dem Fließband da. Gut, weiter nach da. So. Ja, hauen wir hier einfach eins hin. Einfach so. Da. Jetzt haben wir hier überhaupt noch viel da noch. Und die untere linke Ecke. Ich gehe erstmal nach unten links. Roboter sind nicht alle ausgelastet, das ist gut. Kupfer sieht okay aus. Eisen ist hoch auf 3200. Das ist sogar sehr gut. Schilde wollte ich bauen, ja. Dafür müsste ich gleich mal gucken, was die Chips so sagen. Inzwischen. Und es ist schade, dass ich jetzt ein Alien-Artefakt aufgebraucht habe für dieses komische Aufdeckradar, weil jetzt kann ich keinen neuen Grinder bauen. Sind die richtigen Munitionsarten? Ja, anscheinend. Okay. Du bist wieder falsch. So. Hier sollte Radar ein, richtig? Richtig. Bauradar. Da und dahin. Dahin. Alles gut. Alles gut. So, was sagt die Abdeckung? Die Abdeckung sieht bis auf da halt ganz okay aus. Ich denke, ich packe hier nochmal einen hin, um das kleine bisschen da noch aufzudecken. Momentan braucht man die Radarslots halt nicht, aber wenn ich überall das Ding weiter setze, was hier überall der Fall ist, dann werden wir die Slots auf jeden Fall brauchen. Schaden tut's nicht, außer dass es halt Strom verbraucht. Hier ist ja schon einer. Hä? Achso, ich verfälsche gerade die Messwerte, wie das Forscher so gerne tun. Tu das da hin und da, und dann reicht es langsam. Gib mir zurück. Dankeschön. Ernsthaft? Hier, gib mir das Ding, bevor du jetzt noch 20 Folgen mit dir herfliegst. Okay. Rote Chips, viel zu wenig. Rote Chips, viel zu wenig. Grüne Chips, adäquat. Grüne Chips, gut. Okay. Woran hapert es denn bei euch? Einfach nur an der Herstellungsgeschwindigkeit? Okay, ja, gucken wir dann gleich. Die Medpacks kann ich inzwischen herstellen. Konnte ich nur unterwegs nicht, weil ich keinen Stahl, glaube ich, hatte. Ich lasse die Tränke mal ganz kurz sicher holen und baue. Schwefel, was? Ich brauche Eisenplatten. Ich brauche Schwefel für die Medpacks. Das ist gut, dass Schwefel mal für was anderes gebraucht wird. Allerdings habe ich gerade keinen. Mal sehen, was so schön ist. Und wir haben auch kein dreckiges Zeug mehr, was wir umwandeln könnten. Kann ich irgendwie die da wieder zu Flüssigkeit machen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, hier haue ich die echt mal rein. Produktivitätsdinger. Das dauert ja ewig sonst. Oh Mist. Das ist ein zweites Härmchen. Okay, mach das auch mal weg. Und stopp mal die blauen Chips. Weil ich brauche die blauen Chips gerade gar nicht so wirklich dolle. Ich hätte sie aber nicht rausnehmen sollen, dann wären sie auch fertig gewesen, ne? Ja. Ja, hier wird gar nichts gemacht. Okay, dann kannst du sie auch wieder aktivieren. Weil sie eh keine verbrauchen, ja. Ich hatte nur Sorge, dass die grünen und roten Chips aufgefressen werden für blaue Chips, die ich gar nicht wirklich brauche. Scheint dem aber nicht so zu sein. So, 15 brauchte ich, ne? Ja, 15 für ein Medkit-Pack. Ich hoffe, das hält eine ganze Weile, sonst ist es echt übel. Okay, während du da deine Schwefelgeschichte produzierst, gucke ich mich mal hier um. Du hast noch 175, das ist gleich alle, das ist super. Dann kann ich hier die Verbindung bauen. Und ja, wir lassen jetzt 160 Erz zurück, aber das ist dann halt so. Im Krieg müssen Opfer gebracht werden.